und Zuwendung zur Umstellung auf LED-Beleuchtung. Hier gibt es einen Änderungsantrag Grüne. Thorsten Hans, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben einen kleinen Änderungsantrag gestellt. Ich glaube, es ist in dem Sinne nur eine Änderung. Und zwar betrifft das den Punkt 3. Das ist die Ermächtigung des Oberbürgermeisters, in welcher Höhe er in Zukunft bei dem Projekt Mittel an Zuwendungen für das Projekt ausreichen kann, ohne uns nochmal als Stadtrat oder den Finanzausschuss zu fragen. Und da glauben wir, dass die 5 Millionen, die da stehen, wirklich zu hoch sind. Also eigentlich hat er jetzt sozusagen einen Rahmen bei solchen Geschäften von 1 Million. Wir würden ihm, um ihm ein bisschen mehr Beinfreiheit zu geben, 2 Millionen zugestehen. Und wir glauben aber, dass es schon sinnvoll ist, auch bei so einem Projekt mit so einer dritten, also die zwar auch städtisch ist, über verschiedene Anteilseigner, aber bei der Gesellschaft auch für die Zukunft, dass wir auch Stadtrat da weiter mitreden wollen. Und deshalb bitte ich darum, vielleicht dem zuzustimmen, dass wir das reduzieren, dass wir eher informiert werden. Wenn das nicht durchkommen sollte, sage ich auch schon, dass wir dann den Punkt 3 ablehnen. Dann heißt das, es bleibt dann bei 1 Million für den OB. Generell würde ich nochmal sagen, dass es gut ist, dass aus dem Fonds sichere Energieversorgung, so hat es der OB damals bei der Haushaltsaufstellung 23/24 genannt, wo eben auch sozusagen gerade also erneuerbare Energienprojekte gefördert werden sollten, um dort dann in der Zukunft Betriebskosten zu sparen, dass hier ein Projekt noch gefördert wird, was wirklich das tut, weil wir haben auch schon andere Dinge gehabt, wenn man in die Begründung schaut oder beziehungsweise in eine Festlegung, die ich im Finanzausschuss erwirkt hatte, dann sieht man in einer Liste, wie diese Mittel ausgegeben werden und wurden, dass also der Rest, der jetzt noch zur Verfügung steht, sozusagen für Deckung von anderen Dingen, wo ein Minus entstanden ist, verwendet werden soll. Von daher ist es gut, dass hier das nochmal für die richtige Sache ausgegeben wird. Und deswegen stimmen wir auch den ersten beiden Punkten zu. Aber bitte bei Punkt 3 unseren Änderungsantrag annehmen. Okay, Dankeschön. Weiteren Gesprächsbedarf sehe ich hier nicht. Da können wir gleich zur Abstimmung kommen und ich würde zunächst den Änderungsantrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Abstimmung stellen, der den Punkt 3 im Ausschussbericht verändert. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Zeichen. Ja, 0, Nein, 1 Enthaltung. Müssen wir dann noch punktweise abnehmen? Gut, damit würde ich den so geänderten Ausschussbericht zur Abstimmung stellen und bitte um Abstimmung. Bei 48 Ja, 11 Nein, 1 Enthaltung so bestätigt. Vielen Dank. Und